Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pine zurück. Wir sind hier gerade bei Groffs Alarm. Wir müssen nämlich jetzt weitere Kugeln. Wow, alter lol. Man kann ja richtig krass sliden. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall Kugeln besorgen und die suchen mich heute ein bisschen und wir werden sicher wir werden bestimmt noch andere Abenteuer erleben. Okay, wir sind jetzt hier draußen. Ich frage mich halt, oder, also ich weiß halt nicht. Oh Leute, sind da wieder am Fighten, Alter. Okay, wie dem auch sei, wir lassen die mal. Ich weiß halt nicht, was diese ganzen Dinge hier bedeuten. Geh mal da oben ist ja auch noch irgendwas, das ist noch nicht so. Alter, was geht denn jetzt ab? Noch nicht so weit weg. Alter, der Axolotl wird gerade gefickt. Lol. Alter, dem ist, oh mein Gott. Ihm ist einfach der Oberschenkel abgefallen. Alles klar. Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Dings. Zum unserem Ziel. Zu unserem Wegweiser, Wegmarkierer. Alter, ich bin komplett lost. Okay. Müssen hier vorne schon mal irgendetwas. Kann er nicht sneaken, Digga. Oh, mit C kann ich mich aber verstecken. Aber mit C kann ich sneaken. Okay, also ich sollte hier vorne irgendetwas holen. Scheiße, die haben mich gesehen. Oh Gott, Alter, die schießen ja. Oh, ich kann nicht rennen, ich kann nicht mehr rennen. Oh. Schnell weg. Oh, scheiße, das war eine stupide Idee. Lol, man bekommt im Wasserfall Schaden. Und da ist hier gar kein Wasser. Noch, hä? Okay, wir sind jetzt hier wieder irgendwo gespawnt. Wir können den Marker eigentlich ja wieder wegnehmen, weil dort das beschreibt scheinbar wirklich einfach nur das Camp. Keine Ahnung, wir könnten mal noch hier hingehen, weil diesen Ort haben wir noch nicht erforscht. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Scheinbar geht es danach dort vorne, wo dieser komische gelber wahrscheinlich, pinker oder violetter Turm ist, oder Fels, oder was das ist. Alter, was ist denn bei euch los? Das sind gar keine Schweine, sondern mehr so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind es keine Schweine. Irgendeine Vogelart, komische. Oh nein, ja toll, toll, ich bin hier runtergefallen, ja dann schwimmen wir einfach mal rüber, ich nehme mal nicht an, dass hier irgendwie Haie gibt oder so. Okay, wir sind jetzt hier wieder im Wüstenland. So, perfekt. Und da vorne sind auch wieder komische. Was sind die denn? Seid ihr freundlich oder? Digga, was ist ein Gemisch zwischen Biber, Hund und diesen Seelöwen? Heißen die doch. Alles klar, Digga. Oh Gott, Alter. Boah, bin ich erschrocken, ey. Oh, toll, ich bin runtergefallen. Okay, warte, hier ist noch ein Hebel. Ich habe euch das hier noch. Ich habe euch das hier noch gar nicht so richtig gezeigt. Wir sind hier, oder ich bin hier gerade ja gelaufen. Und hier ist jetzt scheinbar keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall will ich hier mal hoch. Oh. Ja, den habe ich jetzt verpasst. Oh, nice, Digga. Ja, perfekt. Ja, wie kommen wir jetzt hier rein? Oder können wir vielleicht. Ach, scheiße. Vielleicht können wir da. Oh, nee, das reicht wahrscheinlich nicht. Können wir denn hier rein, Junge? Ja, Digga, kein Plan, wie ich durch diese fette Mauer da kommen soll. Naja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt erstmal zu diesem. Oh, keine Ahnung, was das ist, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal dorthin. Alter, guck mal, ein Nuktus. Okay, wie kommen wir hier rein? Ja, Leute, ich habe mir gerade überlegt, vielleicht mit diesen Sprengfässchen. Aber von wo bekommen wir die? Und ich habe vorhin. Warte mal, ich kann sich. Leute, ich dachte, wir können auf den Baum. Da habe ich hier geguckt, oder bei Fertigen. Wir können hier schon mal so ein. Ups, so einen Schlüssel craften. Und da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Schlüsselgraphit. Ich suche mal noch ein bisschen. Vielleicht finde ich ja ein bisschen was. Oh, lol, er ist mal runtergefallen. Okay, Reis hat es hier auch. Lecker. Also, die haben hier so einen richtigen Palastmäßig. Ah, da oben ist der König. Okay, warte, mit dem können wir gleich noch sprechen. Okay, ich rede mal mit dem. Oh, jetzt verstehe ich das auch. Wir müssen jetzt einen Muskelbräu machen, um den Häuptling hier. Ich weiß nicht, ich kann es euch kurz erzählen. Wir haben jetzt geredet und er hat gesagt: Ja, du brauchst dir gar nicht so anzutanzen. Du bist ein Mensch. Und mit mickrigen Spenden kannst du das eh nicht besser machen. Und scheinbar ist das ein krasser Trank. Warte mal, den können wir hier auch fertigen. Wir haben hier irgendwo, genau hier Muskelbräu. Für das brauchen wir allerdings noch einmal ein Oberschenkel. Ja, aber dann haben wir doch vorhin eine eingesammelt. Keine Ahnung. Und Kablin-Essenzen. Keine Ahnung, was das ist oder von wo wir das bekommen. Aber Oberschenkel wäre eigentlich möglich. Da müssen wir ein bisschen gegen diese Axolotl fighten. Ja, chillig. Dann suche ich jetzt mal ein paar Axolotl. Wobei, ja, das Ganze könnten wir zwar auch in der nächsten Folge machen. Wir laufen hier noch kurz ein bisschen rum, gehen wieder ins grüne Gebiet sozusagen. Und können wir uns dort sozusagen dann auslocken. Vielleicht entdecken wir unterwegs noch irgendwas Cooles. Leute, ich habe gerade
Ein Fluffy Ei. Eine Fluffy Kreatur. Können wir das zu unserem Untertan machen? Das wäre so geil. Wenn wir dann, wenn das so unser Haustier wäre, sozusagen unser Hund. Okay, aber eine Kugel habe ich hier jetzt noch nirgends gesehen. Oh, wir haben Vogelpfeffer noch gefunden. Also auch nochmal neue Nahrung. Nice. Da vorne ist eine Kugel. Nice. Wichtig. Oh, Alter, bin ich erschrocken. Leute, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier auch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ja, demnächst wird es dann weitergehen mit der nächsten Folge. Dann werden wir hoffentlich diesen Muskelbräu zusammen haben. Ich weiß nicht, ob das so richtig klappen würde. Wir werden es versuchen. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.